Das erste Leihlastenrad in Tuttlingen kann ab nächster Woche ganz einfach und kostenlos ausgeliehen werden. Der Lastenradverleih ist Teil des landesweiten Projekts Radkultur, an dem sich Tuttlingen in diesem Jahr beteiligt. Es wurde heute auf dem Marktplatz auf den Namen Kiste Rädle getauft und konnte schon von den ersten Bürgerinnen und Bürgern getestet werden. Sein Name war aus einem Wettbewerb mit über 130 verschiedenen Namensvorschlägen hervorgegangen. Bürgerinnen und Bürger konnten eine Stimme für ihren Favoriten abgeben und das Kiste Rädle hatte die meisten Fans. Mit dem Lastenradverleih hat man die Möglichkeit, das Lastenrad unkompliziert und unverbindlich zu testen. Ob Kinder oder Einkäufe, das elektrisch unterstützte Rad ist für verschiedene Transportbedürfnisse bestens ausgestattet.